anordnen zu einem Mal. Da geht es mit Großwald und wir haben hier den Karpfen aktiv. Wo befindet sich das Ganze? Und zwar auf der Karte zu finden. An der Stelle, wir zoomen etwas raus und Anfang statt hier. Und hier befindet sich der Spot. Also wir nehmen hier ein Auto, fahren hier zum Boot, der kürzeste Weg. Und hierhin, oder ihr bootet hierhin, fahrt hier mit dem Boot runter, sei euch überlassen. Und zwar in dem Bereich, ich habe auch einen gesehen, der hat den hier erwischt. So, ich will jetzt nicht hoffen, dass dieser ganze Bereich aktiv ist, das wäre der Wahnsinn. Ich werde das erstmal hier an der Stelle probieren. Okay, ich habe mich so positioniert, dass ich hier direkt im Endeffekt die Kante vor mir habe, da wo es tiefer wird. Und von hier werfe ich einfach jetzt geradeaus, sage ich mal. Und ja, stimmt, die Route habe ich euch noch gar nicht gezeigt. 2 Nuller Haken, Kieser, Sküder. Also Route könnte besser sein, aber ich nutze das, was ich halt habe. Okay, und ich würde vorschlagen, wir hauen einfach mal raus. Ah, das war jetzt nicht wirklich raushauen. Ich würde gerne etwas weiter werfen. Ich hoffe, die Richtung stimmt jetzt. Ah, ich habe jetzt zu tief geworfen, denke ich. Aber okay. Wir werden sehen. Wir lassen erstmal so stehen. Und gucken, ob ich den Bus kriege. Wäre natürlich richtig geil, wenn es direkt passt. Aber ich glaube, beim Karpfen werde ich nicht so viel Glück haben wie beim Hecht. Ja, das ist echt, also beim Hecht ist es ja auch ein bisschen einfacher, da weiß man ungefähr, wo er steht und ja, da ist nicht wirklich das Problem, den Fisch, sage ich mal, zu finden, was ja bei dem Karpfen nicht so ist. Da muss man schon ein bisschen mehr Geschick und schauen, dass man Zeit mitbringt vor allem und hier eine größere Fläche ab. Ich glaube, das ist eher hier in dem Bereich. Ich habe jetzt hier in dem Bereich geworfen, was ich so gar nicht vorhatte. Okay, wir ziehen jetzt so 10 Meter zu uns. Ja, machen nochmal auf, nochmal zu. Das ist eine Köder, jetzt nochmal sitzen. Sitzen. Ich habe auch ein Sitzen noch. Lassen den Köder nochmal auf dem Grund liegen, meine ich. Und gucken, dass der gute Fisch eventuell noch passt. 33 Meter. Das sieht nicht so aus, als ob da noch irgendwas passiert. Ja, so ist es. Dann ziehen wir nochmal auf 25 ungefähr. Warten wieder ein bisschen und so kann man, ja, ich sag mal in Anführungsstrichen, eine größere Fläche abfischen. Wissen wir schon mal, okay, er steht nicht dort. Also im tieferen Wasser, da müssen wir gleich mal ein bisschen weiter links gehen. Vielleicht kriegen wir da was. Okay, hier sieht es erstmal auch nicht so aus. 18, machen wir hier nochmal auf, zu, nicht direkt unterm Boot, wer weiß, kann alles gut sein, ja, kann sogar echt sein.
Aber was sein kann, ist nicht. Okay, dann holen wir mal den Köder einmal hier raus und werfen etwas mehr in diese Richtung, dass wir in diesem unter dem Weg entfernen, dass ich hier in dem Bereich ungefähr bin. Das wollte ich testen eigentlich. Wollte nicht ins tiefe Wasser. So, ja, genau, diese 14 Meter, die wollte ich haben. Und jetzt schauen wir mal, ob er vielleicht in dem Bereich irgendwo ist und nicht im tiefen Wasser. Also wenn das tiefe Wasser aktiv ist, wo sein kann, das wäre absolut uncool. Da ist das Gebiet riesengroß und das kann echt dauern dann. Das will ich natürlich nicht hoffen. Okay, da passiert nicht viel. Jetzt sind wir wieder ran, so 8 Meter. Lass wieder fallen. Okay, passiert nichts. Lass ihn nochmal bei 25 und bei 18 und dann schaue ich. Ja, probier mal, dass ich ihn an die Strippe kriege, wenn er gleich nicht passt. Und zeige euch natürlich den Drill. Eine Frage, irgendwann muss ich ihn ja bekommen. Okay, nochmal bei 16. Nope. Nix bei 16. Aber nochmal ein Stop bei 11. Das ist jetzt wirklich direkt unter mir. Naja. Die Hoffnung stirbt zuletzt, oder wie sagt man? Sieht nicht gut aus. Ja gut, das ist klar. Dann gebe ich mich mal auf die Suche nach dem Fisch. Ich bin echt. Ich hoffe, dass das nicht allzu lange jetzt dauern wird hier. Aber naja, ihr werdet den Drill gleich sehen. Oha. Okay. Lol. Lol. Also mit dem habe ich echt schon wieder nicht gerechnet. Immer wenn ich mit dem Fisch nicht mehr rechne, beißt er irgendwie. Also in der Richtung hätte ich ihn jetzt absolut nicht vermutet. Sagen wir es mal so. Jetzt müssen wir noch
schauen, dass der auch am Haken bleibt, sagen wir es. Und uns nicht hier aus Versehen leer zieht. Das wäre nicht so geil. Okay. Das sieht erstmal nicht so gut aus für mich, würde ich behaupten. Es ist auf jeden Fall unser Fisch. Das ist klar. Ich kann nur hoffen, dass er irgendwo am Grund wieder hängen bleibt und wir können ihn in Ruhe hier ausdrillen. Was jetzt erstmal ja genauso aussieht, als ob der da sich hingelegt hat zum Ausruhen. Das kann er gerne machen, ich habe nichts dagegen, solange er nicht weiter schwimmt. Oh Mann, das hat was waren das jetzt, 2 Stunden? Das war eine 2 Stunden Suche. Am Ende habe ich mich einfach nur mitten reingestellt. So, er darf sich jetzt natürlich nicht vom Haken lösen. Und das Risiko gehe ich jetzt nicht ein. Wir drillen in Ruhe. Dann zeige ich euch die Pose nochmal, wo ich stehe. Das ist echt crazy jetzt gewesen. Wie gesagt, ich bin hier seit 2 Stunden unterwegs, habe überall gesucht und am Ende habe ich mich, ich sag mal, so positioniert, dass ich mitten in im tiefen Gewässer stehe und habe einfach nur links jetzt rausgeworfen. Also ich wollte eigentlich so eine Runde machen, habe jetzt auch den Köder übrigens gewechselt. Also habe nicht mehr Käse drin, zeige ich euch gleich. Naja, solange der Fisch beißt, habe ich eigentlich nichts dagegen. Oh Mann, das waren 2 Stunden, unfassbar. Der hat echt gedauert. Na gut, schön, schön. Wenigstens ist er nicht wirklich, sag mal, nicht wirklich aggressiv. Was mir gefällt. Also er ballert jetzt nicht durch, er ist irgendwo bei 72 Meter bei mir jetzt stehen geblieben. 30 Meter Schnur genommen und ja, da stehen geblieben. Lässt sich jetzt erstmal ausdrillen. Das ist sehr gut. Brauchen wir ihn nicht nochmal suchen. So wie letzte Woche den Seesäibling, der mich leer gezogen hatte. Hat mich das Spiel ein bisschen geärgert. Hatte ich keine Lust mehr. Aber okay, okay. Ja, er zieht jetzt nochmal. Wir gehen. Wollte euch die Karte eigentlich zeigen. Okay. Wie gesagt, ich habe mich hier mitten reingestellt. Und einfach nur wollte zum, mal komplett so eine Runde werfen. Also, keine Ahnung. Mehrfach auswerfen. Aber am Ende habe ich es gar nicht gebraucht. War, ich meine, jetzt der dritte Wurf, wo der drin gegangen ist. Der Gute.
hier aber auf der falschen Seite vom Boot auch, ne? Okay, der ist jetzt so 20 Meter rangekommen. Das hat echt ein bisschen gedauert hier. Und das Schlimme an der ganzen Sache, theoretisch wäre es ja gar nicht so schlimm, wenn wir jetzt hier etwas mehr Beifang hätten. Beim letzten Mal, der Karpfen-Spot hat mir ein bisschen mehr gefallen. Warum? Ich hatte da zwischendurch ein paar Gold und ja, ein paar Karpfen, die Goldrank waren. Das war schon okay. Wenn man so zwischendurch ein paar Karpfen fängt, kann man, ja, ich sag mal, chillen, ein paar Fische fangen, alles gut, darum geht's ja. Aber ich hatte hier 2 Stunden jetzt einen im Goldrank. Bisschen mager. Das ist echt ein bisschen mager. Du. Da könnte es auch mir zufällig so passieren, dass ich so einschlafe. Was mir zu langweilig wird. Aber zum Glück bin ich nicht eingepennt. Aber nach der Arbeit kann mir das schon passieren. Also. Wenn ich hier am Angeln bin und 2 Stunden nichts passiert, dann kann das schon mal passieren. Da ist der Brocken. Der jetzt nochmal irgendwie losschwimmen will, aber auch gleichzeitig irgendwie nicht. Ja gut. Ich meine, ich kann damit leben, da soll er ruhig stehen bleiben. Also ich darf jetzt natürlich die Bremse nicht nicht anziehen. Und der ist so ein bisschen doof. Ich weiß nicht. Ich muss sehen. Der darf jetzt, oder? Das ist ein bisschen schlecht, so wie er schwimmt. Er darf jetzt nicht zu weit nach links gehen. Ja, zum Glück nimmt er nicht so viel Schnur. Ja. Okay. Interessant. Ja, ob es immer noch gleich interessant sein wird, wenn ich ihn hier ranziehe, ist eine andere Frage. Ich muss ja aufpassen gleich. Dass er nicht am Boot irgendwie hängen bleibt oder so, das wäre fatal. Das wäre richtig schlecht. Der macht schon ordentlich Terz, der Gute. Wie gesagt, Hauptsache er bleibt jetzt nicht am Boot oder so stecken, ja, dann drehe ich durch. Ja. Könnte ich jetzt wenigstens den Platz wechseln, ne? Nach hinten. Das wäre auch schon mal vom Vorteil, aber nein. Nein, sowas können wir nicht. Wir können nur die Schnur durchschneiden. Ah, Mann. Vor allem ist es derselbe Buchstabe wie Platzwechsel eigentlich eh, ne? Ach ja. Was soll ich dazu sagen? Tab-Taste. Ah, der macht echt komische Sachen gerade. Das gefällt mir nicht.
Typ das vorhin schon beim Hecht, der hat auch so komische Sachen gemacht. Am Ende. Aber wir haben ihn rausgekriegt. Ich meine, den Karpfen müssen wir jetzt auch irgendwie. Irgendwie kriegen wir den schon gelandet, denke ich. Nur wir müssen aufpassen. Halt jetzt extra die Route so ein bisschen schräg. Dass wir da um die Ecke kommen. Nicht am Boot. Genau das möchte ich nämlich nicht, dass er da am Boot irgendwas Komisches macht. Ich werde jetzt auch nicht pumpen oder so. Geht. Kommt schon mal am Boot vorbei. Nein, schwimmt nicht zu nah ans Boot, bitte. Freund. Leertaste und. Okay. Oh man. Ja, wie gesagt, ich habe den Köder hier getauscht gehabt. Und jetzt zeige ich euch nochmal, was ich eigentlich vorhatte. Ja. Mit dem Karpfen hat es auch geklappt. Schön. Coole Sache auf jeden Fall. Ja, also, was habe ich gemacht? Ich habe erstmal den Köder getauscht. Ja, Köder getauscht. Dann habe ich mir gedacht, ich stelle mich in die Mitte hier. Ich war hier vorne, ich habe hier alles abgefischt, ich habe hier den Bereich abgefischt. In dem Bereich abgefischt und den hier vorne habe ich abgefischt. Da habe ich mir gedacht, okay, stellst du dich hier in die Mitte und fängst einfach nur an. Erster, zweiter, dritter, vierter, fünfter, sechster, siebter und so weiter. Einfach nur im Kreis werfen. Wenn ich ihn dann nicht bekommen hätte, nach dem Kreis, wäre ich wahrscheinlich für heute offline gegangen. Aber er hat doch noch gebissen. Dementsprechend ist der Plan wieder aufgegangen. Also erster Wurf, zweiter Wurf und dritter Wurf. Irgendwo in dem Bereich hat er bei mir gebissen. Ne, sogar weiter, ne? Das war ungefähr hier. In dem Bereich hat er gebissen. Ja, coole Sache. Ihr könnt es ja gleich. Ihr habt es ja alle gesehen. Also wie weit ich hier rausgeworfen habe und welche Richtung es war. Also einfach nur mittig reinstellen. Also bei vielen hat er wirklich hier in dem Bereich gebissen. Da war bei mir nichts. Hier habe ich welche gesehen. Ja. Aber da er es gebissen hat, in die Mitte gestellt und einfach nur komplett geworfen. Hier irgendwo hat er gebissen. Alles klar. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Und ja, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.